Narrensicher und intuitiv, so beschreibt Benedikt Mettig vom Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik, kurz IML, den von seinem Team entwickelten Packassistenten. Wir haben hier ein intuitives Verpackungsassistenzsystem entwickelt, das dem verpackenden Mitarbeiter unterstützen soll beim Verpackungsprozess und ihn Schritt für Schritt durch den Prozess leiten soll, um zu zeigen, wo die einzelnen Artikel einer Versandbestellung in der Versandkartonage platziert werden sollen. Das Ganze läuft so ab, dass das System einem erstmal sagt, welche Versandkartonage eingesetzt werden soll, also wie groß diese Kartonage sein soll. Das Ganze zeigt sie entsprechend über diese LEDs hier an. Dann stelle ich einfach den Karton da rein und bestätige das Ganze. Und über die Sensorik, die eingebracht ist, können wir dann entsprechend erkennen, ob der richtige Karton eingesetzt wurde. Und dann gehen wir Schritt für Schritt durch den Prozess durch und können dann Schritt für Schritt die einzelnen Artikel scannen. Die LEDs an der X- und Y-Achse zeigen an, wo und wie das Paket platziert werden soll. Ziel ist es, möglichst wenig Luft zu verpacken. Noch handelt es sich um einen Prototypen, der im März auf der Logimat in Stuttgart vorgestellt werden soll. Mettig hofft, dass sich dann auch andere Unternehmen für das System interessieren. Die Kosten sind überschaubar, zwischen 100 und 150 Euro für das Material. Für wie viel der Packassistent am Ende verkauft wird, ist aber noch nicht klar. Mettig verspricht, es bleibt günstig. Das erste Packsystem des Fraunhofers funktioniert noch mit einer Augmented Reality Brille. Dem Mitarbeiter werden die Objekte virtuell auf der Palette dargestellt, sodass er weiß, wie und wohin die Sendung gelegt werden soll. Das System ist zwar intuitiv, hat aber auch einige Nachteile. Die Brillen sind halt recht schwer. Die Akkulaufzeit ist mit 1 bis 2 Stunden mit unserer Software auch durchaus begrenzt. Und es ist zwar jetzt für einen kurzen Einsatzfall ist es interessant und ist es auch sehr gut von der Funktion her, aber für eine 8-Stunden-Schicht oder eine 4-Stunden-Schicht ist das zurzeit noch kein Thema. Damit hat das Fraunhofer-Institut das Thema erweiterte und virtuelle Realität zwar noch nicht ad acta gelegt, sieht die Vorteile aber vorerst nur in der Forschung und nicht in der realen Anwendung. Im Tagesgeschäft ist weniger eben oft mehr.